Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Inselleben. Dies ist Teil 104. Ja, wir haben immer noch Samstag, aber inzwischen schon Abend und haben einen Geburtstag hinter uns, beziehungsweise zwei. Die Kleinkinder sind jetzt Schulkinder. Das ist doch schön. Ja, und sie eilt gleich zum Malen und ja, Vivian schläft. Ah, und von Jenny wollte ich... Aha, Kalle, Vatore ruft an. Nö. Also von Jenny wollte ich, dass sie da gegebenenfalls nochmal die Betten aufpimpt. Das ist schon erledigt. Gut. Hier noch. Und... Na, toll. Erika, könntest du vielleicht hier ein Nickerchen halten, damit die Jenny dein Bett reparieren kann, also aufpimpen? Geh mal hier ein Nickerchen halten. Dein Bett hat noch keine Massagefunktion. Wie, da kannst du dich nicht hinlegen? Probier's mal hier. Sie ist krank. So. Verbessern. Da. Massagefunktion. Und jetzt gucken wir mal, ob die Jenny noch Medizin hat. Ja, das ist gut. Und gib die mal der Erika. Und Erika, du könntest mal kurz aufwachen. Und Medizin nehmen. Oh, ist sie wieder gesund? Okay, gut, dann kannst du ja einfach weiter schlafen. Anscheinend, ja, sie hat die Krankheitssymptome durch Ausruhen gemildert. Das ist gut. Und Jenny macht dir jetzt ein besseres Bett. Ja, und die... Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich die neuen Mädels schlafen lasse, weil wir haben hier ja auch noch Millie. Millie schläft wahrscheinlich... Ja, wo schläft denn Millie eigentlich? Das ist Erikas Bett. Und das... ist nicht zugeteilt. Und dann ist hier im Jungszimmer auch ein Bett nicht zugeteilt. Naja, ich meine, wir haben genug Betten hier. Aber ich könnte gegebenenfalls die Millie hier runterziehen lassen. Und dann die beiden Mädels zusammen hoch zur Erika. Das würde altersmäßig irgendwie besser passen. Ja, dann werde ich das mal Bett zuweisen, der Millie. Und ich habe zwar die kleineren Kinder lieber unten, weil es dann so ein Hoch- und Runter-Renntheater ist mit dem Monster einsprühen, aber ja, hilft ja nichts. Noch wichtiger ist mir, dass die Kleineren zusammen in einem Zimmer sind. Wenn sich das irgendwie machen lässt. So. Erika kann dann... Nee, jetzt noch... Kann noch nicht ins Bett, weil... Das wird ja noch aufgepimpt. Aber Jenny macht das relativ schnell. Und jetzt gucken wir mal, was die beiden jungen Damen hier brauchen. Sie geht schon von selber pinkeln. Ja, wahrscheinlich wird sie über Nacht hungrig, wenn sie jetzt nichts isst. Und Luca auch. Dann lasse ich die beide noch mal was essen. So. Was ist denn das hier?
Aha, da hat jemand autonom das Essen hier vom Feuer genommen. Dann muss Jenny da auch mal wieder eins aufsetzen. Jetzt gucken wir hier erstmal. Bleib mal hier in der Nähe, Jenny. Ob es hier noch was zu verbessern gibt, das hat sie schon. Das auch. Und das auch. Ja, prima. Dann sind die Betten ja alle verbessert. Dann kannst du hier jetzt erstmal ein Festessen kochen. Wie wäre es mit einem Schweinefleisch-Adobo? So. Und sie muss mal aufs Klo. Ob das wegen dem Cover-Trinken ist? So. Ja, das hat sogar jetzt für ihr Bestreben gezählt. Das Essen grillen oder rösten. Wir kommen weiter. Und Luca fühlt sich unwohl wegen Dreck. Ja. Die ist, glaube ich, die ordentliche. Wo ist denn der Dreck? Das sind nur ein paar unordentliche Bücher, die könntest du ja aufräumen. Oder ist irgendwo noch stinkender Dreck? Ja, so ein bisschen vollgeräumt ist es da schon. Und schmerzhafte Hausarbeit, weil abseits des Netzes geputzt hat. Wow, sie hat geputzt. Das finde ich gut. Sehr, sehr lieb. So. Ah ja, Jenny guckt sich jetzt die Fische an. Das ist in Ordnung. Und Erika ist immer noch völlig erledigt. Die ist heute irgendwie überhaupt nicht weitergekommen, die Erika. Die stecke ich jetzt mal richtig ins Bett. So. Und ich hoffe, dass sie dann morgen mal ein bisschen zum Angeln kommen. Weil irgendwie, ja, mittags war sie dann noch halb müde, verständlich, und hat es gerade mal geschafft zu essen und so. Aber jetzt schläft sie sehr effektiv. So, was hat Millie denn für ein Problem? Ah, sie ist eingeschleimt. Die hat jetzt auch bald Hunger. Oder jetzt schon ein bisschen. Aber ich dachte mir, vielleicht könnten ja die beiden erwachsenen Frauen. Nee, hol dir erst nachher was zu essen. Ihr geht jetzt mal alle vier hoch und bringt die Schulkinder ins Bett. So, hier hingehen. Du auch. Du auch. Und so. Gut, geh du mal dahin und bleib dort. Denn das Monster einsprühen, das müssen die Kinder ja sehen. So. Zumindest glaube ich das. So, ja, komm auch. Hüp, tüp, 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 tüp. Du bleibst mal schön hier. Also erstmal, dieses Bett wird dann für Vivian. Und du sprühst das Monster unterm Bett ein. Und dieses Bett ist für Luca und Jenny, du sprühst dieses Bett ein.
So, ja, guckt euch das nur schön an. Vivian, du musst hier bleiben. Dahin gehen. Stopp. So. Jenny, du bringst jetzt hier Luca ins Bett. Ins Bett bring Luca. Und du bringst Vivian ins Bett. So. Baffin Gluck. Floyma Sharnu? Ha, yes. Ah, yo-yo. Bon and Gravy? Uh-huh. And Kubu. Fro Luce Girga. Oh. So. Mushka. Sehr schön. Yaffes Bar. Gut. Jetzt darfst du dir was zu essen holen, Millie. Eigentlich macht Millie das sehr schön mit den Kindern und so. Ich muss mal gucken, wie sich die Erika macht, wenn die erwachsen ist. Weil möglicherweise will ich fast die Millie im Haus behalten. Also so zum Kinder kümmern und so, weil die, ja, irgendwie läuft es mit der ganz gut, finde ich. Also mein ursprünglicher Plan ist ja eigentlich gewesen, dass die Erika dann länger hier bleibt als Erwachsene und sich um die jeweiligen kleinen Kinder kümmert, wenn Jenny bei der Arbeit ist. Und momentan bin ich da nicht so ganz sicher. Aber die hat halt auch eine schwierige Teenie-Phase gerade. Das sollte man wohl schon ein bisschen abwarten. Aber sobald Erika erwachsen ist, muss auch eine Entscheidung fallen. Wobei, wie viel sind es jetzt? Jetzt sind es 6. Plus Jenny sind 7. Machen wir es so. Wenn die Erika Geburtstag hat als Erwachsene, dann kann Jenny wieder schwanger werden und dann haben wir ja noch, sagen wir mal, 2 Tage Zeit zu sehen, wie Erika sich als Erwachsene macht und ob Millie oder Erika besser geeignet sind zum Hierbleiben für die Kinder. Und diejenige, die hier bleibt, die soll dann auch ja, vielleicht so ein bisschen hier aufräumen, Sulani bestreben machen, also oder sagen wir mal den Sulani-Job, aber von zu Hause aus. Weil die soll ja hier bleiben, das ist ja das Wichtige. Und dann nehmen wir einfach die, die sich dafür besser eignet. So. Und die Zwillingsschwester von Millie, die war hier ja ziemlich unglücklich. Darum habe ich die ja vorab ausziehen lassen. Oh, ich könnte noch mal Frösche züchten. So. Umschalten. Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass das mal klappt. Irgendwann wird es klappen. So. Erdfrosch. Züchten mit Wirbel. Toll. Ein Sonnenblumenfrosch. Schöne Sache. Aber nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen einen Wirbel-Erdfrosch. Damit Jenny das Kuratorbestreben schafft. Sie muss nämlich eine Sammlung vervollständigen. So. Und jetzt müssen wir wieder ein paar Stunden warten, bis wir das nächste Mal einen Frosch züchten können. Aber Jenny könnte vielleicht mal nach Muscheln sammeln.
nach Muscheln suchen. Damit wir mit dem hiesigen Bestreben weiterkommen. So, ansonsten ist es hier ja richtig friedlich. Was haben wir denn hier für Bilder? Ausgezeichnet, und das ist wirklich schön. Und hier? Ah. Tja. Gut, das hat gezählt. Verkauf die mal beide. Wir könnten ja auch mal ein Teenie hier malen lassen. Das geht auch relativ schnell. So. Also das Leveln beim Malen geht schnell. Na, das sieht doch lustig aus. Wie Jenny hier in der Nacht im Sand wühlt. So, was tut man nicht alles für so ein Bestreben? Ja, immerhin hat sie eine Muschel gefunden. Und ist dir übel? Bist du krank? Ja. Also her mit der Medizin. So. Medizin nehmen. Ah, und wir wollten ja auch, wenn wir einen Fisch haben, was mit Fischen grillen. Dieser hier, der ist faul, ja. Aber die Jungs haben ja geangelt. Mal gucken. Der ist noch gut. Es müsste eigentlich reichen, wenn die im Kühlschrank sind, dass Jenny damit kochen kann. Der ist schon mangelhaft. Okay. So, Jenny, jetzt kannst du hier nochmal runterklappen. Grillen, und zwar Fisch im Blättermantel. Das finde ich cool, Fisch im Blättermantel. Das ist, glaube ich, extra so ein Rezept für Off the Grid, abseits des Netzes. Immer noch übel? Jenny, du hast doch Medizin genommen. Fieber. Prima. Okay. Also sie hat jetzt hier genug Essen gegrillt oder geröstet und muss jetzt nur noch 4-mal Strandgut sammeln. Was macht sie da? Ach, aufräumen. Das ist okay. Und du? Bist schon wieder wach? Ja. Anscheinend. Gut, Jenny. Jetzt nochmal Muscheln suchen. Komm, 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 komm. Nix Fische gucken. Fische werden das nächste Mal wieder geguckt. Ja, wir wollen ja mal weiterkommen mit dem Bestreben. So, was hat sie da? Brackiges Wasser. Tja, so ist das. Hier nochmal Strandgut sammeln. Und sie hat eine Jakobsmuschel gefunden. Das finde ich natürlich toll. Eine kleine Jakobsmuschel habe ich auch mal gefunden. Am Strand. Vom Ende der Welt in der Nähe von Santiago de Compostela. Ich wollte eigentlich eine schöne große Jakobsmuschel suchen, finden und habe sehr lange gesucht. Aber immerhin eine kleine habe ich gefunden. Die
Augen von Sulani. Noch einmal und dann hast du das geschafft, Jenny. Und wir gucken mal. Na, Frosch züchten jetzt nicht. Weil Jenny muss ja hier noch das fertig machen. Und fürs Froschzüchten will ich dann ja das Bestreben umschalten. Jawohl! Ein Meilenstein! Yeah! So, jetzt muss ich die Strandhöhle erkunden und einen verborgenen Schatz finden. Wie macht man denn das? Das erfahren wir bestimmt hier. Besuche einen Strand, klicke darauf und wähle die Interaktion am Strand nach Muscheln suchen. Sims können auch an einer roten Tauchboje im tiefen Wasser ein Schatzwerkzeug kaufen, mit dem sie nach einem Schatz freitauchen können. Okay, aber sie kann auch das mit Muscheln suchen? Gucken wir einfach mal, ob sie dabei ein... Aber ich schätze mal, so, wenn sie sowas findet wie die Augen von Sulani oder so, das dürfte schon so ein verborgener Schatz sein. Denn 550 Simoleons ist schon ein Schatz, würde ich sagen. So. Oh, die ganze Nacht musste ich Muscheln sammeln, nur für dieses blöde Bestreben. Erika ist schon wieder aufgebracht, hat schmerzhafte Hausarbeit gemacht. Die ist ein bisschen schwierig, die Erika. Jetzt lasse ich sie mal angeln. Das entspannt bestimmt. Erstmal Wasser sammeln und dann angeln gehen. Mal gucken. Ob sie inzwischen... Ja, immerhin, sie hat ein bisschen geangelt gestern. Ist jetzt auf Level 2. Ich dachte, das geht dann schneller als mit der Fitness, wo sie schon am Ende von Level 3 ist. Aber sie tut sich so ein bisschen schwer, die Erika. Mobbingzeuge. Verteidige deinen Freund. So. Jetzt sind sie alle wieder wach. Und die Kinder sind gar nicht aufgewacht vom Monster. Das ist doch schön. Das finde ich gut. Das heißt, dieses konzertierte Monster einsprühen und dann ins Bett bringen hat tatsächlich was gebracht. Gut, wenn du hier fertig bist, kannst du erst noch duschen. Und dann kannst du auch wieder zum Angeln gehen. Huch. So was, da liegt Essen rum. Wasser sammeln und angeln gehen. Und mal gucken, ob ich das Essen nach Hause bringen kann. Nein. Und Hiro? Hiro hat mit den Mädels gespielt. Das ist gut. Der kriegt demnächst Hunger, aber ich lasse ihn auch mal angeln. So. Wasser sammeln und angeln. Ja, und ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.